Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Freut mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und einfach wieder bei einer neuen Episode hier in Costa Rica mit dabei seid. In der heutigen Episode wollte ich euch einfach mal so ein bisschen die Bäume und die Fauna hier in den Bergen von Costa Rica zeigen. Euch einfach mal die speziellen Bäume, die hier wachsen, einfach zeigen, die es zum Beispiel in Deutschland eher wenig anzutreffen sind, beziehungsweise überhaupt nicht. Also seid gespannt. Kommen wir zum ersten Baum bzw. Palme. Und das ist ganz klassisch die Banane. Die wächst hier in Costa Rica ja, so ziemlich überall. Und was ihr hier jetzt sehen könnt, das ist die Blüte von der Banane. Und da kann man halt ganz schön oben die Früchte sehen, die noch grün sind. Und vorne an der Spitze, das ist die rote und violette Blüte von der Bananenpalme, die dann auch, ich glaube, unten finden sich die weiblichen Blüten und oben an der Basis befinden sich die männlichen Blüten und so befruchten sich dann zum Beispiel die Bananenstauden. Also bei den Palmen hier, vor denen ich jetzt stehe, kann man jetzt ganz zum Beispiel ganz gut erkennen, dass die jüngeren Palmen, die einen dünneren Stamm haben, noch keine Früchte tragen, während die Palmen, die einen dickeren Stamm haben und der schon ein bisschen bräunlicher auch ist, diese tragen in der Regel dann auch Früchte bzw. Blüten und auch hier sind die ja, noch grün, die reifen noch, ja, müssen halt noch ein bisschen nachreifen, das ist halt auch wichtig. Eigentlich sind Bananen am besten zum Verzehren, wenn sie ein bisschen bräunlicher werden, weil dann sich die Stärke in ja, Fruchtzucker sozusagen umwandelt und das ist halt am besten verträglich für den Menschen. Und ja, hier kann man auch nochmal schön die schönen Palmenblätter sehen. Die werden zum Beispiel auch abgeerntet und zum Beispiel an Weihnachten wird daraus ein traditionelles kostarikanisches Gericht mit diesen Blättern hergestellt. Aber die kann man auch für ganz andere Sachen auch verwenden. Ich glaube, ich habe schon mal mit Leuten geredet, die verwenden die zum Beispiel auch als schönen Vorhänge oder ja, für andere Sachen. Also diese Blätter eignen sich anscheinend zu vielerlei Dingen und ich finde es einfach super, dass die Leute diese auch mit verwenden. Ich habe hier jetzt noch was ganz Interessantes gefunden und zwar ist eine Staude ja, abgebrochen und liegt jetzt hier so auf dem Boden und hier kann man jetzt ganz gut die Blüte nochmal vom Nahen auf dem Boden erkennen und den ja sozusagen die Blüte bzw. den Fruchtstiel, an denen die einzelnen Bananen hängen und da kann man halt auch sehen, wie dick eigentlich ja, dieser Ansatz ist, an dem die Früchte hängen und hier zum Beispiel ist eine bessere, also da braucht man schon eine Machete oder ein schärferes Messer, um die hier abschneiden zu können. Ja, und ich glaube, die Sorte, die gibt es hier auf dem Wochenmarkt zum Beispiel nicht, also die kenne ich noch nicht. Und ganz allgemein ist es so, dass mir auch gesagt worden ist, dass leider Bananen hier sehr stark gespritzt werden. Also hier wird auch vor allem bei Bananen oftmals die Chemiekeule angewendet. Beim nächsten Baum habe ich mich ganz besonders gefreut. Und zwar ist es die König aller Früchte. Das ist mein Durianbaum hier. Leider ist es kein Durianbaum, dessen Früchte zu Verzehr geeignet sind. Aber ich finde es trotzdem spitze, diesen wunderbaren und majestätischen Baum überhaupt zu betrachten und zu sehen. Also ich finde es halt auch sehr interessant, wie groß und ja, stark der Stamm auch ist. Und die Blätter schauen auch wunderbar und hervorragend aus. Und hier im Wind tut sich der Baum eigentlich ziemlich gut. Und dafür, dass man jetzt seine Früchte nicht essen kann, würde ich den trotzdem in einem Garten oder ja, zum Beispiel im Wald oder auf einer Ackerfläche oder wo auch immer, ja,
auch nicht vermissen. Der macht sogar die Landschaft um einiges schöner und spendet auch viel Schatten. Und ich denke mal, so ein starker, robuster Baum wurzelt auch tief und sorgt auch gut dafür, dass der Kohlenstoff in den Boden gehalten wird und sorgt auch für eine wunderbare Humusbildung. Das ist eine Frucht, die ich vom Boden aufgehoben habe. Die ist schon ein bisschen älter, die ist braun und vertrocknet und die Schale ist hart. Aber hier kann man ganz schön erkennen, dass die Kerne ja, ziemlich ovalförmig und klein sind. Und die Frucht im Allgemeinen ist jetzt auch nicht so ziemlich groß. Und hier liegen halt sehr viele Früchte, zum Beispiel hier Samen. Erinnert mich irgendwie, ja, der Durianbaum an eine Kastanie aus Deutschland. So ungefähr erinnert mich der Baum hier. Und zum Abschluss der Apfelbaum hier in Costa Rica. Die wunderbaren und herrlichen Zitrusfrüchte bzw. Zitrusbäume wie Orangen. Und hier wachsen einfach mal ja, 3-4 Bäume hintereinander. Einfach wunderbar. Und ich habe auch hier schon herrliche Früchte geerntet von den Bäumen. Die waren wirklich saftig und man hat auch gerochen, dass die optimal reif sind. Das liegt einfach an den ätherischen Ölen, die in den Schalen drin sind. Da riechen einfach die Orangen einfach so wunderbar und saftig einfach zum Anbeißen. Hier sind jetzt zum Beispiel welche auf dem Boden. Das sind ja klassischen Orangen, sind halt reif. Man muss halt auch bedenken, dass hier in Costa Rica die Zitrusfrüchte auch aufgrund des Wetters und der Sonnenstrahlen auch schon grün reif sein können. Das habe ich zum Beispiel bei El Toledos erfahren. Die haben zum Beispiel auch Mandarinenbäume und da hat der Führer zum Beispiel einen Mandarinenbaum oder beziehungsweise eine Mandarine genommen und sie geschält und die war grün und die war innen drin, hat die super reif gerochen, die Frucht war super farbenfroh orange und einfach schön reif. Also das heißt, dass auch hier in Costa Rica, wenn die Schale zum Beispiel grün ist bei Orangen, dass jetzt nicht unbedingt sein muss, dass die unreif ist. Zumal ich bei El Toledos auch erfahren habe, dass Zitrusfrüchte und Kaffee sich gegeneinander konkurrieren zum Beispiel. Also wenn die nebeneinander gepflanzt werden, dann geht es halt zum Beispiel nicht gut aus. Und wie gesagt, das Interview von El Toledos verlinke ich euch auch in der Infokarte. Es war ziemlich interessant, falls ihr es noch nicht gesehen habt, einfach über ihre Mentalität und Erfahrungen hier in Costa Rica eine Permakultur aufzubauen. War ja, die Tour war es einfach für mich persönlich viel wert. Und ja, zu den Zitrusfrüchten kann ich auch sagen, dass ich hier in Costa Rica zum Beispiel süße Zitronen probiert habe und saure Orangen. Und die habe ich mir aber handgepresst und einen Saft daraus gemacht, weil die dann doch ein bisschen besser für die Nieren sind, damit die halt zum Beispiel besser filtern können. Und ja, das finde ich halt recht eher skurril und paradox, einfach zum Beispiel meiner Mutter oder Freunden aus Deutschland zu erzählen, dass ich süße Zitronen probiert habe und ja, saure Orangen. Also normalerweise ist es ja ganz anders herum und ja, das ist einfach schön. Und wie gesagt, das, ja, diese Zitrusbäume, die gibt es wie bei uns in Deutschland hier Sand am Meer. Und ja, das Lustige ist halt, dass ich als Europäer bzw. Deutscher, als ich hergekommen bin, ja so ziemlich die Nase voll hatte von Äpfeln, auch wenn ich monatelang schöne, saftige Boskopfäpfel probiert habe. Aber als ich hierher gekommen bin, hat mir meine Gastmutter zum Beispiel gesagt, dass sie Äpfel liebt. Und allerdings hat sie halt immer nur die Äpfel vom Supermarkt probiert, die halt so überzüchtet sind und Hybridsorten sind und ja, von der Natur aus ja, so unnatürlich ausschauen, der perfekten roten Schale und alles Mögliche. Und da habe ich halt einfach mal mehr drei Boskop-Äpfel von Deutschland mitgenommen und die hat gesagt, die waren einfach nur fabelhaft. Also
Leute, baut alte Apfelsorten an. Roter Bosskopf oder der ganz normale Bosskopf oder der kleine, aber feine Holzapfel, von dem, ja, dessen Ursprung all unsere heutigen Apfelsorten hat. Der wächst zum Beispiel in Sibirien. Auch eine wunderbare Apfelsorte. In diesem Sinne würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet, auch meinen Kanal abonnieren würdet und auf die Glocke drückt. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Inhalt und meinen Content auch auf verschiedenen Social Media Seiten verlinken würdet bzw. teilen würdet. Das würde mir helfen und mein Projekt weiter vorantreiben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und ich hoffe, ihr konntet auch wieder was ein bisschen dazulernen und ja, einfach so ein bisschen die Flora und Fauna von Costa Rica mit mir mit genießen zu können. In diesem Sinne, habt einfach eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao! Orangenbaum, Orangenbaum, wie schön sind deine Blätter, die duftenden Früchte, sie strahlen über die Landschaft. Orangenbaum, Orangenbaum, du machst mich einfach glücklich.